sagst. Ist absolut der Aktivposten in der St. Pöltener Offensive. Sturmbahn, die für Kapfenberg oder auch für Hartberg gespielt haben. Also das ist schon eine Mannschaft, die ein klares... Immer besser durch diese defensiven Ketten hindurch und fünften Platz. Auf der rechten Seite Fura Gilmas, der antribbeln kann. Kein Foul. Hakim Guenush hat jetzt 40 Meter. Verwirft er gut hin, ja. Spielt vor auf Dürnberger und der fährt den jetzt mal raus. Na, aber wieder Lust in der Sache. Er versucht da noch ein, zwei Meter Richtung Grundlinie zu gehen, aber da wird er dann schon gestoppt. Tolles Tackling. Schön drin gehalten von Burak Yilmaz. Und Okan Yilmaz macht das auch gut. Mit drei Niederlagen am Stück beenden würden für die Violets, wäre es der erste Sieg nach 7 Niederlagen in Folge. Also ein sehr überraschendes Ergebnis, wenn es denn dabei bleibt. Sehr überraschender Zwischenstand. Lafnitz hat gegen die Juniors. Durch, aber auch eben stark verteidigt von Genusch. Tejera setzt sich da durch gegen Alay und die nächste Möglichkeit. Von Anderson, der könnte über die rechte Seite auch für mehr Betrieb sorgen. Jetzt stellt er da mal. Jetzt mal Lulu verpasst. Die Partie plätschert so ein bisschen vor sich hin, Robert. Deswegen würde ich sagen, wir nutzen vielleicht die Gelegenheit. Lass uns ein bisschen über deinen Wiener Sportclub sprechen. Es ist. Die Außenstände hat es durchaus bei den anderen beiden Spielen gegeben, die aktuell laufen. Die Juniors Oberösterreich, die nur ein einziges ihrer 15 Spiele im Herbst gewinnen konnten, führen 2:0 in Lafnitz. Schöner Pass von Chikua. Genusch und da kommt dann in der Mitte Muhammad noch völlig frei zum Abschluss. Das war stark. Vom Pass von Chekua. Genu spielt dann in den Rücken. Da dachte man schon, eigentlich nicht gut für Bailly, aber da kommt dann Can. Berger, Verteidiger der Schettner. Chekua. Dann nochmal raus. Nächste Abschlussgelegenheit. Stark von Verwüster. Nächste Top-Chance für Lustenau. Spielen kann, der den Ball sichert, auf links verlagert und schon wieder viel Raum gewinnt. Da Pass in die Tiefe, Guenusch quer gespielt, Tabakovic, erster Schuss aufs Tor.
Seite von Gmeiner. Wie geht's weiter? Seitenverlagerung auch noch gut. Wallace für Genu. Schöner Angriff der Lustenauer und minutenlang warten. Hier noch einmal Wallace. Auch herrlich für Genu. In der Mitte kreuzt Tabakovic. Verwirrt. Das ist natürlich schon ein schmerzhafter Verlust für den Tabellenführer. Schön gespielt und da ist Lava jetzt gut rausgekommen. Gute Aktion von Genusch, auch schöner Pass hier für Cekur, der auf den nächsten Schritt. Fredriksen, der leitet den Ball dann per Kopf weiter oder macht ihn möglicherweise fest für einen der Außenbahnspieler. Jetzt kommt allerdings hier die Lustenauer mit Tempo über Cekua. Ballkontakte, um am Ende der entscheidungsbringende Spieler für das letzte Saisonspiel gelb gesperrt. Das kann bei diesem Spielstand unter anderem schon egal sein. Jemals. Und wie gesagt, jetzt ist er in der zweiten Liga hier bei Lustenau unterwegs. 7 Tore, 7 Assists im Herbst. Das ist eine Bilanz, die sich durchaus sehen lassen kann. Genusch, guter Abend. Viele neue natürlich bei Vorwärts auch in diesem Sommer. 6 Neuzugänge stehen heute auch wieder in der Startformation und vielleicht hat man das insgesamt auch ein wenig unterschätzt, diesen Umbruch im Sommer, dass das doch seine Zeit dauern wird. Lassen sich da auch die Zeit im Spiel aufbauen, die sie nehmen können. Bereiten sehr vernünftig den nächsten Angriff vor. Der rollt hier eben jetzt über Cekua. 1 gegen 1. Gemacht von Kameruna. Durchkommen und geschlossenen Pressing unter Druck zu setzen, aber Torchancen haben halt noch keine rausgeschaut. Vor allem den wendigen Ali kriegt man da noch gar nicht ins Spiel. Jetzt mal gut hinterlaufen von Rüsch, hat etwas Platz im Flankenhaken vorbei. Mohamed Can. Kein Problem. Fredriksen kann klären. Nächster Ball, Tabakovic. Passt da wieder knapp. In so eine Aktion, die auch das ein oder andere Mal mit einer Verletzung enden.
got a diamond star production. Ferdinand schreibt, das N in Lustenau steht auch für das N in Punkt für Vorwärts Steyr. Also mal schauen, ob es wirklich heute Punktezuwachs gibt für die Oberösterreicher. Brian Silva Teixeira bringt den Ball zur Mitte. Mohamed Cham, Alarmstufe Rot, und das ist das 1:0 für Austria Lustenau. Mohamed Cham. Treffer. Für die Ländle-Kicker. Brian Silva Teixeira, der trifft den Ball eigentlich gar nicht richtig, aber dann ist das eben die ganz große Fußball-Spielminute, also unmittelbar nach der gelb-roten Karte, dieser herrliche Angriff und das Tor zum 2:1. Doppelpack durch Mohamed Cham, der seine Mannschaft hier wieder in Front schießt. Ein wunderbar vorgetragener Angriff, der eben. Dann ging es schnell in der 63. Minute. Dieser Freistoß gut ausgeführt und einer hatte noch nicht getroffen heute. Haris Tabakovic. Sein bereits 20. Treffer in dieser Liga 2-Saison. Das ist einsame Spitze. Wieder gut über die Vorwärtssicht. Richtig weh. 51. Minute. Gewünscht auf Anderson und der mit dem 3:0. Zweiter Saisontreffer vom Brasilianer. Wird hier ideal in Szene gesetzt von Hakim Gülüş, der Linksverteidiger, mit einer Top-Leistung. Diesen langen Ball von Lustenau-Kapitän Grabherr können die Lafnitzer nicht wirklich gut klären. Dann Gülüş mit dem Zuspiel für Mohamed Cham und der bleibt in der 13. Minute cool und schießt die Austria mit 1:0 in Führung. 8. Saisontor von Cham, das hat er am Ende schön gemacht, aber die Lafnitzer Defensive schaut hier auch nicht wirklich gut aus. Kurzes Eck, man kann ihn halten, man schärft.